Willkommen zurück bei Medieval 2 Total War. Ich glaube, es ist die fünfte Folge in Folge, die ich aufnehme. Letztes Mal Hamburg erobert, die Rennen und Brücke befreit. Es war wild, es war unkontrolliert, es war verbuggt, es war unfassbar schlimm. Aber wir haben es geschafft und wir gehen direkt in die nächste Runde. Der nächste Papst Gregory ist tot. Wissenschaftlicher Durchbruch. Was? In der kleinasiatischen Region Magnesia wurde ein Erz gefunden, welches Eisen anzieht. Ah. Auch daraus kam ein Stück Metall hergestellt, welches immer nach Norden orientiert. Genauso verlässlich wie ein gläubiger Muslim, der sein Haupt nach Mekka neigt. Dieses eigenartige Phänomen wird einem kleinen Gerät namens Kompass festgehalten. Sehr, sehr nice. Neue Mission, Frieden mit Dänemark. Ja, das Ding ist, ich würde gerne Frieden machen. Der Rechtschaffende. Nehmen wir ihn hier. Papst Arigios. Ist es geworden? Von Venedig, der hat es geschafft, ja. Rekrutierungsbericht, Baubericht, Nottingham ist die Abtei fertig, da ist ja auch größer geworden nochmal die Stadt. Da holen wir uns die Ratskammer. Dann York Fruchtfolge. Lassen wir noch zwei der weg. Und jetzt können wir endlich den Hafen bauen. Dann haben wir jetzt in jeder Stadt in Großbritannien und Irland den Hafen. Sehr, sehr geil. Wohin geht es? Alle Wege zu diesem Hafen. Hier machen wir weiter. Hier würde ich auch ganz gerne noch Flotte weiter ausbauen. Hier haben wir doch eigentlich einen Diplomaten, genau. Wie kann ich helfen, mein Herr? Dänischer Kaufmann. Englische Armee. Wir müssen hier versuchen, Frieden Morgen zu machen. Geht die Reise weiter. Es ist sehr, sehr spannend. Wir gehen weit weiter. Gehen hier gegen Rems vor. Gott ist mit uns, Männer! Auf in die Schlacht! Belagern. Ihr geht hinterher. Verstärkt die Armee. Paris ist schon sehr stark verteidigt. Weiß nicht, ob wir das schaffen. Ist echt schwer zu sagen. Also, wie mache ich es jetzt am besten? Wie mache ich es jetzt am besten? Hamburg würde ich nicht ganz gerne umbauen. Magdeburg könnte ich als Stadt belassen. Erzburg. Nee, ich lasse Hamburg als Burg. Und Magdeburg rüste ich zur kleinen Stadt um. Wenn es dann soweit ist. Hier haben wir doch auch Spione, ja. Genau. Die schicken wir los. Ich verschaffe mir einen besseren. Einfach dahin geht, wo es am besten ist. Und hier haben wir doch auch einen Spion, dachte ich. Ja, wir nur Diplomaten. Wir können fragen sein, wegen Frieden. Dass ihr uns anbieten wollt. Sehr fordernd. Sind wir fertig? Das ärgert mich so. Das ärgert mich wirklich. Helfen, mein Herr. Sofort. So eine riesige Strecke brauchen wir hier eigentlich auch nicht. Bauen einfach drei Bauern. Herr König, ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Eure Befehle? Ja, drei Bauern bis dahin. Wir nehmen alle raus. Bis auf. Herr König! Doch, weil eigentlich brauchen wir das schon. Machen wir lieber so, oder? Lager aufschlagen! Wir marschieren dahin gehen wir. Weiter. Lager aufschlagen! Wir verbauen hier verbessern hier die Festung. Und gehen in die nächste Runde, Fragezeichen. Ja, mein König. Ich habe nämlich auch eine ganz gute Armee, so. Also, mit denen können wir einfach mal Richtung Metz ziehen. Aber hier ist eine relativ große... Nee, nach Staufen. Sehen stolz in den Kampf, Herr. Antwerpen ist jetzt auch deutlich besser verteidigt. Ja. Deswegen schicke ich dich Richtung Frankfurt. Marschiert. Wir errichten hier ein Nachtlager. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Hier ist leider die öffentliche Ordnung nicht ganz so gut. Wegen religiöser Unruhe. Oh, wow. Brauchen wir. Weil hier ist schon ein Priester, oder? Nee, ein Diplomat ist hier drin. Dann holen wir uns einen Priester. Es ist mir eine Ehre, Herr. Und schicken den Diplomat einfach mal hier in Richtung Süden. Das ist auch eine riesige Streitkraft. Schicken wir Richtung Rennen. Morgen weiter. Und dann, ja, nochmal die nächste Runde. Neue Mission, der Papst. Ja. Ich versuche Frieden zu machen. Ja, was soll ich machen? Sollen wir erstmal Spanien? Mit Spanien Handelsrechte wäre geil. Mir scheint, wir haben eine Übereinkunft. Wir haben jetzt noch Karteninformationen. Ah, es gibt noch etwas, wo sehr großzügig. Ihr wollt wirklich nur unser Bestes. Was für ein guter Tag für unsere Völker. Oh, die haben ja gar nichts. Die haben ja nur eine Provinz, die Spanier. Das gehört auch den Franzosen. Aber jetzt haben wir Handelsrechte, ihr seht hier.
Könnte natürlich besser sein. Ah, exkommunizieren. Wie kann ich helfen, mein Herr? Den Mauren und Papst starten erklärt. Baubericht. Renn ist die Ortswache fertig. Ach, die ist wichtig. Will ich den Jahrmarkt bauen? Ortswache hier auch. Bauen wir die großen Steinmauern in Brügge. Magdeburg ist die Fruchtfolge fertig. Das wird umgebaut. Rundenbericht läuft. Finanzen haben jetzt halt wieder eingebußt, ne? Wir werden niemals aufgeben! Was machen wir jetzt? Mein König! Du gehst nach Frankfurt? Natürlich. Wo ist unser Diplomat hier? Hier. Ja, mein Herr? Ja, ich werde also mit Ihrem Repräsentanten reden. Wie lautet euer Befehl? Ich kann halt nichts tun. Ich kann halt echt nichts machen. Ich meine. Es ist mir eine Ehre, Herr. Wir denken, Waffenstillstand. Sie haben uns nicht gelassen. Also, sie haben uns nicht gelassen, sag ich ehrlich. Sie nur angreifen. Also, ich speichere kurz. Und ich mache ein Auto-Resolve. Ich kann nicht speichern. Aber das sind 60 Mann. Das ist eine Stadtmiliz. Nee, komm, ich spiele schnell. Bevor ich das wieder verliere. Weil er knappe Niederlage, 800 Mann verloren und der hat 5. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Oh, es ist echt schwierig. Aber ich meine, der Papst, was will er machen, ganz ehrlich? Ja, das ist alles in Ordnung. Einfach direkt Schlacht starten. Go. Go. Volle Geschwindigkeit. Und ja, dann gehen wir gleich. Ah, bestimmt, wir haben die ersten Mal, glaube ich, hier die Ketten. Sind es die Kettenpanzer? Ich glaube, das sind schon die Kettenpanzer, oder? Also die silberne Rüstung. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Feiere ich sehr. So ein Waffenschmied hätte ich gerne, dass wir die Waffen auch verbessern können. Also machen wir erstmal hier alles kaputt. Der Rambock ist an Ort und Stelle. Bald fällt die Verteidigung des Feindes. Der Rambock hat seine Arbeit getan. Alles klar. Und jetzt. Es ist Zeit für tapfere Herzen und tapfere Taten. Bis auf die Kavallerie. Ah, wir haben es. Ja, da konnte Unsere ich gerade anklicken. Die Soldaten haben heute gezeigt, was sie wert sind. Die Mauern des Feindes Let's go. Hören jetzt uns. Machen wir schnell die Stadtmiliz da. Was sollen die machen? Wie sehen die Langbogenschützen aus mit der neuen Rüstung? Auch nice. Ist ein bisschen schwer. Die sind jetzt schon alle vorbeigelaufen. Ah, nee, da kommen sie nochmal. Hier seht ihr Langbogenschützen mit der silbernen Rüstung. Und jetzt geht's los, die Stadtmiliz. Die haben auch die Kettenrüstung, glaube ich, ja. Sieht auf jeden Fall so aus. So, die kämpfen jetzt hier. Was die Bogenschützen angeht, wird es wahrscheinlich viel Friendly Fire geben, jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Der feindliche General ist tot. Man muss bitte keine Brandpfeile benutzen. Wir haben den Schweine unsere Halle geschenkt. Bitte keine Brandpfeile. Unsere Männer gewinnen, gepriesen seien die Heiligen. Da, 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 da. Die 37, 33. Den Feind hat es schwer 30. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Jetzt sollten wir offen zu schießen. Weil jetzt ist wirklich nur noch Friendly Fire. Noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aber es scheint mir so, ich konnte jetzt die Stadt angreifen, ohne exkommuniziert zu werden. Oder dass die Nachricht kam. Ich glaube, wenn wir einmal sagen, yo, macht einen Waffenstillstand, aber die sagen nein, dann ist es okay für den Papst. Weil, ich meine, wir haben es probiert, so, you know. Glaube und Mut ja, wir besetzen Rems. Wow, 1750. Erstmal Pflaster. Hier, wir können neuen Kaufmann. Genau. Wir können, glaube ich, 1-2 sogar. Ja, das können wir eigentlich so lassen. Es wird ja fortgebildet. Paris, also da ist die Streitkraft. Prinz Gaspar ist aus der. Ist hier rausgelaufen. Aus der Provinz. Ja. Ach so, ja, das ist interessant hier. Eure Befehle? Ja, vorwärts! Mein König! Ja, attackieren ja. Den Feind, edler Herr! So machen wir das. Mein König, belagern die Siedlung! Belagern, Angier, keine riesige Armee, aber wir können jetzt richtig mal Druck aufbauen. Mal richtig schön Druck aufbauen. Mein König! Aber wir könnten noch auf Metz gehen, aber das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Oh, hier ist Reichsanführer, Kaiser Henry. Auf nach Staufen. Stolz in den Kampf, zwei Runden, eine Runde belagern. König. Ja, Männer, soll hier keine riesige Armee sein und so. Wir werden niemals aufgeben. Ahus, wir gehen hier hin. Zwei Infanterieeinheiten mehr und dann nächste Runde. Wir haben jetzt den Kampf.
für die Belagerung von Angers. Und wir sind ja nur ein General und die haben hier nur Fernkampfeinheiten. Und wir haben nur Speerträger. Also das können wir gewinnen. Es ist One-on-One. Wenn wir simulieren, werden wir wahrscheinlich verlieren. Aber wir probieren's. Wir gehen auf jeden Fall rein. Wir gehen auf jeden Fall rein. Oh, Positionierung starten. Der Feind bringt Verstärkung. Wir müssen einfach direkt reinrennen. Also, wo sind sie denn? Hier. Jeder kriegt ein Gegner zugeteilt. Und wir rennen einfach rein. Also, was sollen wir sonst machen? Das könnte nicht richtig ekelhaft sein mit dem Flankler-Modus und alles. Ich meine, die Ballisten, die werden wir sehr relativ schnell erledigt bekommen. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Ein Einheit hier. Von hinten. Zack. Zack. Komm, wir sind auch. Er flieht vom Schlachtfeld. Der ist geflohen. Seine Männer ihrem Schicksal. Wo ist der General? Wo ist er? Wir sind zurück. Jetzt müsste er doch irgendwo sein. Im Dickicht. Ich erkenne ihn jetzt hier nicht. Sag mal, wo ist er denn? Ich bin gerade irgendwie blind. Die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Die fliehen hier. Ich will mal hier nachverfolgen. Die sind schwanken, die sind müde. Alter, was eine dumme Scheiße. Ah, warte mal. Aber. Da ist er. Endlich ist er da. Let's go. Jetzt sollten wir uns um den General kümmern können. Einfach direkt den General erledigt, auch wenn wir viel Schaden genommen haben. Ach, die fliehen sogar. Shit. Oh, seht ihr das? Schildtrauenformation? Nee, die werden einfach zerstört. Wir haben die Hälfte unserer Männer verloren. Unsere Armee ermüdet. Schildtron. Das ist ja echt doof, ne? Mein Herr, die Lage in der Schlacht scheint sich gegen uns zu wenden. Oh, das ist echt wie in diesem einen General, Alter. Was sollen wir machen? Blatt wenden. Schildtron-Formation. Prr, ja. Jetzt stehen wir hier halt, ne? Hm. Also, es ist mal wieder ein geiler Kampf. Das Ding ist, ich glaube, da vorne kommt jetzt erstmal... Also, dass das hier wirklich eine Balliste ist. Ja, die können wir jetzt noch erledigen. Kommt schon. Kommt angerannt. Ja, zweimal verkackt. Und tschüss. Jetzt haben wir hier nochmal Bauernbogenschützen. Die fliehen, nice. Der Feind davon rennt. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Und wir gucken hier in die Schildtron-Formation. Da ist der General, der Französische. Nee, die fliehen noch nicht komplett. Als ob, der zerstört uns jetzt einfach, oder was? Obwohl meine Einheiten in Schildtron-Formation sind. Wir haben verloren. Ey, das ist doch so dumm. Sind die geflohen komplett? Das ist ja so dumm. Vor allem, die eine Einheit war ja sogar komplett im Wald. Ja, komm. Das ist ja wirklich, dass die komplett zerstören. Speerträger-Einheiten. Ja, das sind ja nur Stadtmilizen. Ne? Trotzdem sind Speerträger in Schildtron-Formation.
Und die werden von 59 auf 0 gestackwiped. Naja, wir schauen jetzt einfach mal hier hin. Und ich hole euch wieder rein, wie es weitergeht. So, das ist soweit. Und ein Charge und direkt alle tot. Ey, das ist doch unglaublich. Also wirklich, was ist das denn? Wir beenden die Belagerung hier. Also ich weiß nicht, was das sollte. Ja, hier ziehen wir es auch zurück. Hat es uns gezeigt. Also nur und mit so Infanterie. Zurück von den Mauern. Das bringt gar nichts. Holy shit. Die Belagerung. Braut, ja. Bella von irgendwas, schieß mich tot. Nee, das heißt du vielleicht? Ja, Bella von Rochester. Mit Charles. Ah, das war wirklich komplett useless. Sorry, aber wirklich komplett useless. Attackieren den Feind, edler Herr. Mein König, belagern die Siedlung. Ah, lol, wir können einfach direkt angreifen. Ah, ist aber wieder eine Kavallerieeinheit. Komm, wir gehen in diese Schlacht. Wir gehen rein. Stimmt, Spione sind ja so schlau. Ich habe so vergessen, dass ich den Spion da reingehauen habe. Komm, wir haben nur Speerträger gegen eine Kavallerieeinheit. Das könnte ein Sieg werden. Hervorragende ja. Kunde. Unser Spion hat die Tore geöffnet. Bro, ich sag's nur ungern, aber das Tor ist zu. Verwüstung anzurichten. Das Tor ist zu, mein Freund. Ja, letztes Mal war es halt auch durch, ich hatte nicht alle Einheiten beisammen. Ich hätte halt eine Einheit nehmen sollen, die Tank, die Kavallerie und dann die zweite Einheit zerstört sie dann. Hält sie im Gefecht, dass sie nicht wegreiten kann. So, die wird halt, die Panzerräte werden halt bis zum Ende kämpfen. Tor ist offen. Der Herr ist heute mit uns. Wir haben die Mauern des Feindes eingenommen. Die und letzte Einheit soll so ein bisschen von der Seite kommen. Unsere Männer haben das Kommando über die Burg. Nee, das ist easy. Diese Schlacht, der Feind, ja, das ist komplett easy. Okay, mit Spionen zu arbeiten und dann so Stadtmilizen-Stacks zu schicken, könnte Action eine ziemlich gute Strat sein. Alle zivilisierten Völker werden beeindruckt. Easy. Wirklich easy. Damit haben wir einfach Metz eingenommen. Einfach so, zack. Und Metz ist unseres. Der Feind liegt besiegt am Boden. Ja, wir besetzen. Wir waren siegreich. Stärke. Das machen wir zur Kleinstadt. Und Sieg. Feindarmee, Hochzeitsfeierlichkeiten haben wir. Rekrutierungsbericht. London haben wir einen Kaufmann. Nicht vergessen. Katapultenmacher haben wir jetzt ja auch. Ich nehme die Ratskammer. Antwerpen, den Schiffsbau vielleicht, den Markt. Lass mal einen Speed, dass wir da. Oh, Brügge brauche ich unbedingt, Leute. Shit. Bauen wir einen Ballistenmacher. Das wollte ich eigentlich ja nicht nehmen. Ballistenmacher. Hier können wir fortbilden. Nice. Und dann einmal den. Die Fahrgemeinschaft. Hier oben. Ach, hier können wir so schön viel bauen. Erstmal eine Kirche. Der Hafen ist fertig. Edinburgh Militärakademie auch nice. Admiralsamt. Das ist die. Admiralsamt. Oh, weiß ich gar nicht, was das die nächste Stufe von ist. Ich denke, ich mache aber die Farmgemeinschaft. Und Frankfurt die Abtei oder die Ortswache. Machen wir die Ortswache. Und wir brauchen hier. Hier haben wir echt ein kleines Problemchen. Wo ist denn. Wegen diesem Religionshickhack. Exkommunition. Exkommuniziert worden. Aber wir haben den Priester hier drin. Dann schicken wir einfach noch, bauen wir einfach noch 4 Stadtmilizen. Zack, zack. Zigidi, zigidi. Neues Familienmitglied. 3 Einheiten Panzerritter haben wir erhalten. Eure Befehle? Abrücken! Wohin geht es? Die können wir jetzt einfach mal direkt hier reinschicken. Ja, eure Befehle? Gibt's in Brügge nicht direkt ein Problem. Mein Herr, mach die Enterhaken bereit, wir greifen an. So, dich mal weg. Herr, zack, wir und belagern. Wir haben den Hafen nun Gefangene hingerichtet. So, in Metz sind wir jetzt hier. Und Bauernbogenschützen. Wie kann ich helfen, mein Herr? Sofort. Okay, was geht hier noch? Jetzt können wir hier das einmal ist mir versuchen. Eine Ehre, Herr. Ja, ich Waffenstillstand. Mit Repräsentanten reden. So, wollte er nicht. Das heißt, wir kämpfen gegen Ahus.
edler Feind. Ihr solltet uns fürchten. Wenn wir die Mauern überwunden haben, sind sie erledigt. Bauernbogenschützen. Wir erwarten euren Angriffsbefehl. Und Zwangssperrträger. Hier. Haben wir auch eigentlich erst noch Infanterie. Und dann nächste Runde. Morkar-UZ. Kraut vorgeführt. Nehmen wir mit. Papst ist wieder tot. Neue Mission Attentat auf Ragnarvat Erdmundsson. Der ist irgendwie da vorne. Ihr habt euch wieder versöhnt mit dem Papst. Es gibt nämlich 9. Was geht hier ab? Hochzeitsfeierlichkeiten. Rekrutierungsbericht geht erstmal richtig ab. Baubericht. Nottingham. Ratskammer ist fertig. Die Steinmauer, glaube ich, baue ich hier. Ja, baue ich die Steinmauer. Hamburg wurde die Burg verbessert. Und deswegen können wir hier. Hier. 21 Defensive, 13 Angriff, abgesessene Feudalritter. Guter Kampfgeist, gute Ausdauer. Das will ich sehen. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir bauen aber die Pflasterstraßen. Katapultenmacher? Was ist das denn? Erfahrung für rekrutierte Ritter. Tjostregister. Nice. Baronstelle. Eine Kaserne. Gepanzerte Schwerkämpfer können wir dann bauen. Das ist schon wichtige Sachen hier. Und dann erstmal die Pflasterstraßen, if you know, you know. Erstmal Infrastruktur, das ist einfach die Devise. Oh. Priester ist gestorben. Und unser Admiral ist gestorben. Schade. Okay, wir machen aber weiter. Kleinstadt wächst. Nice. Die Stadt ist gewachsen, Antwerpen auch. Zumindest große Steinmauern, wir sind bei 12.000. York ist auch gewachsen, 6.000. Machen wir das. Rundenbericht. Finanzen sieht mal wieder nicht so geil aus. Metz wurde belagert, aber eigentlich... Ja, das dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. Ja. Der Spion, den können wir dann noch weiterschicken. Sieht man belagert, das ist alles easy peasy, Alter, okay. So, Rems haben wir erobert. Wir könnten halt Paris erobern, ne? Aber hier hätten wir auch noch was. Wohin geht es? Okay, wir machen erstmal weiter. Probleme nicht lösen. Abus, 7 Runden zur Kapitulation. Euer Wille geschehe. Damit würde ich arbeiten. Holen uns hier mal noch eine Einheit. Hier haben wir auch echt viele Einheiten. 180. Mit 3 Bauerneinheiten. Sehen stolz in den Kampf. Nur gegen. Oh, gegen die Huskale. Ja, nee, die Bauern, die... Wir müssen uns zurückziehen. Die können ja auch einfach weg. Wir haben hier den Hauptmann. Können wir eine Mark bauen. Eure Befehle? Natürlich. Wir reisen morgen weiter. Oh, warte mal. Können wir noch einen Spion? Innsbruck war auch nicht krass verteidigt hier. Stehe jetzt. Das soll jetzt eigentlich nach Budapest, ne? Aber natürlich, mein Herr. Ich habe doch eigentlich hier auch einen noch hingeschickt. Ja, mein Herr. Der weiter Richtung sofort. Ägypten gehen soll. Ägypten geht gehen die sollte. Reise weiter. Okay, ich bin jetzt echt. Es ist mir eine Ehre, euch zu Ich würde sagen, ich belagere aber Paris. Mein König! Mut und Ehre! Ich belagere Paris. Wir ich kenne da nichts. Den Krieg. Ja, mein König. Belagere den Feind. Belagern. Hier haben wir eigentlich 4 Einheiten, deswegen machen wir noch eine Stadtmiliz, können noch einen Spion bauen, vielleicht noch einen Priester, auch nicht so dumm. Dann gehen wir in die nächste Runde, oder? Ja, eure Befehle. Abrücken. Du kannst dich hier anschließen. Führen die Armeen zusammen. Bauen nochmal hier und hier. Und dann nächste Runde nochmal einfach. Okay, Feindschaft eine Runde haben wir dafür. Mit Frankreich. Aber die Franzosen, die wollen das auch einfach nicht. Bündnis Venedig, Rekrutierungsbericht. Neues Familienmitglied. Priester in Antwerpen ist tot. In Antwerpen brauchen wir aber, glaube ich, den Priester sogar wirklich. Boah, geil. Brügge. 13.000 Einwohner. Hier haben wir die Kirche, bauen wir die Stadtgarde für die öffentliche Ordnung und alles. Hier haben wir die Pflasterstraßen. Bauen wir den Jahrmarkt. Und wo war das? Hier war doch die öffentliche Ordnung. Nee, in Brügge war das. Und hier haben wir noch den Priester. Okay. Dann passt das so sogar. Ja, Metz, mal gucken. Aarhus wollten wir hier einfach überleben. Polen ist ja der Vasall von Dänemark, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, mein König. Ja, wir müssen erstmal. Wie kann ich helfen, mein Herr? Den Ort kann ich nicht erreichen, mein Herr.
Ja, ich werde. Wir können jetzt echt noch keinen Frieden machen. Morgen geht die Reise weiter. Das ist doof. Stehe zu Diensten. Ja, ich können werde hier Waffenstillstand machen. Sehr fordernd. Ich finde es so krass, dass es alles sehr fordernd ist. Ich meine, hallo? Habt ihr mal gesehen, was hier abgeht? Also, I don't know. Eins. Und ja, das ist okay. Ja, mein König. Ja, Herr. Greifen den Feind an. So. Der Feind liegt besiegt am Boden. Wir waren siegreich. Okay, hier wieder ja. So viele Einheiten. Alter, wow. Mein König. Eden Rems. Abrücken. Dich brauchen wir hier gerade. Ja. Und die schicken wir hier dazu in die Armee. Verbinden die Truppen. Dann eigentlich nochmal nächste Runde. Ah, hier wird auch so viele Kaufmänner. Oh, oder einen haben wir. Da waren nicht so Diensten. Viele. Und wir schicken dich. Wait, da haben wir doch einen schon hingeschickt gehabt. Zu euren Diensten. Zu euren Diensten. Okay, das hat irgendwie nicht gewollt. Zu euren Diensten. Und hier. Ja, haben wir nochmal hier. Ja, ich werde mit dieser Ressource handeln. Ja, ich will. Zu euren Diensten. Hier kriegen wir schon 42. Und wie viel kriegen wir hier zu oben? Zu euren Diensten. 45. Wie viel kriegen wir allgemein durch die? 432. Ja, ist ja ganz okay. Die Tochter eines Kaisers würde dann machen wir nochmal nächste Runde. Ach ja, wir sollen Metz verteidigen. Das spielen wir noch und dann ist die Folge auch vorbei. Zückt die Schwerter! Was hier alles passiert, ey, ist so wild. Okay, Positionierung starten. Dürfte relativ simpel werden, die haben. Wobei. Na, mal gucken. Wir dürfen es hier nicht underestimaten. Infanterie. Wir haben Bogenschützen. Können wir die hier oben? Ne, können wir nicht. Haben wir immer Bogenschützen? Einmal hier Bogenschützen. Haben wir zweimal Infanterie? Ne, du sollst schon da bleiben. Du dort. Und dann haben wir hier noch einmal. Hä? Ach so, okay. Ich bin ein bisschen dumm. Die schicken wir hier hin. Ne, die schicken wir hier hin. Die schicken wir hier hin und dich dahin. Und Schlacht starten. Bitte kein Plänkler-Modus. Und Brandmunition verwenden. Und let's go. Es sind nur Bau- und Bogenschützen, nicht unsere. Irgendwie Sperrmiliz. Es sind nicht unsere. Oh, da haben wir schon einen erwischt. Zwei sogar. Es sind nicht unsere Langbogenschützen. Hier haben wir Armbrustschützen. Das dürfen wir echt relativ schnell machen können. Der Feind hat Leitern an den Mauern. So. Schlag die Angreifer. Das war's mit dem Feuerfallen. Zurück. Die können ja nicht super runterschießen. Wobei jetzt wird es schon ziemlich steil. Aber wobei eigentlich, wenn die so ein bisschen nach vorne laufen würden, ich glaube, die schießen alle nur noch gegen die Mauern, oder? Haben wir die schon erlegt? Unser Feind steht an den Toren. Ja, die fliegen schon. Die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, easy peasy. Wir den Feind. Dann würde ich die gerne in die berittenen Sardens schicken. Der Rambock des Feindes hat unsere Tore durchbrochen. Ja, Tore durchbrochen, Tore durchschmochen. Einmal auf den Weg machen, ihr auch. Was geht denn jetzt ab? Wohin rennen die denn? Ah, die sind im Plänkelmodus, ne? Die sind im Plänkelmodus. So. Wir haben den feindlichen General gefangen. Da ist der General auch schon weg. Das wird den feigen Hund lehren. Den Feind hat es schwer erwischt. Die Hälfte seiner Männer verloren. Nee, die Infanterie geht schön wieder rein. Nee, ihr sollt in die Stadt rein, Jungs. So, die fliegen jetzt auch. Jetzt kommen hier die Bauernarmbrustschützen. Aber jetzt, wenn die Sperrmiliz nochmal kommt, die können wir auch nochmal erledigen. Auf geht's. Schlacht beenden. Easy peasy. Easy peasy. So, einfach ein paar Fernkampfeinheiten zu haben, hat schon was. Also hat wirklich das Lösegeld. Nee. Also haben 10 Gulden.
Oh, wow. Dänemark greift es an. Skale. Das ist eine starke Armee. Die ist auch nicht so schlecht. Kann ich speichern? Ja. Ich speichere. Und das ist dann die große Schlacht. Die Schlacht um Aarhus mit König Robert beim nächsten Mal. Wir haben viel mehr Kommando. Auch wenn es nur 3 ist. Also, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.